Für einen Fröbelstern benötigen Sie 4 Papierstreifen. 1 cm breit und 35 cm lang. Falten Sie die Papierstreifen in der Hälfte und schneiden Sie die Enden schräg ab. Das hilft beim Basteln. Nun schieben Sie die 4 Streifen ineinander, sodass die geschlossenen Enden ein Quadrat bilden. Falten Sie den oberen Streifen gerade nach unten, den linken Streifen nach rechts und den unteren nach oben. Den rechten Streifen falten Sie nach links, schieben ihn aber durch die Lasche des oberen linken Quadrats. Falten Sie nun den linken unteren Streifen nach unten links zu einem Dreieck und gleich wieder nach oben, sodass ein nach unten zeigendes Dreieck entsteht. Nun klappen Sie den Papierstreifen nach rechts zusammen und fädeln das Ende durch die Lasche des linken unteren Quadrats. Drehen Sie Ihre Papierstreifen eine Vierteldrehung nach rechts und falten Sie wieder den linken unteren Streifen nach links zu einem Dreieck und nach oben, sodass wieder ein nach unten zeigendes Dreieck entsteht. Dieses wieder zusammenklappen und das Ende des Papierstreifens durch das darunterliegende Quadrat fädeln. Nun wieder eine Vierteldrehung und auf ein neues. Den linken unteren Streifen nach links zu einem Dreieck und dann nach oben zu einem nach unten zeigenden Dreieck falten. Zusammenklappen und durch die Lasche des darunterliegenden Quadrats fädeln. Wieder eine Vierteldrehung nach rechts und weiter geht's. Den linken unteren Streifen nach links zu einem Dreieck und nach oben zu einem Dreieck falten. Zusammenklappen und durch die Lasche des darunterliegenden Quadrats fädeln, aber hier auf das Ende des bereits gefalteten Papierstreifens achten. Nun drehen Sie Ihren entstehenden Fröbelstern einmal komplett mit der Rückseite nach oben. Falten Sie wieder den unteren Papierstreifen nach unten links zu einem Dreieck und dann nach oben zu einem nun nach unten zeigenden Dreieck. Klappen Sie die Papierstreifen wieder zusammen und fädeln Sie das Ende des Papierstreifens durch die Lasche des darunterliegenden Quadrats. Wieder eine Vierteldrehung nach rechts. Unteren Papierstreifen nach unten links zu einem Dreieck, dann nach oben zu einem nach unten weisenden Dreieck. Zusammenfalten und durch das darunterliegende Quadrat fädeln. Wieder eine Vierteldrehung und noch einmal. Unteren Papierstreifen nach unten links zu einem Dreieck, dann nach oben zu einem nach unten weisenden Dreieck. Zusammenfalten und durch das darunterliegende Quadrat fädeln. Eine Vierteldrehung und auf ein neues. Unteren Papierstreifen nach unten links zu einem Dreieck, dann nach oben zu einem nach unten weisenden Dreieck. Zusammenfalten und durch das darunterliegende Quadrat fädeln. Auch hier auf den bereits gefalteten Papierstreifen achten. Fast fertig! Jetzt noch die hochstehenden Zacken des Fröbelsterns. Nun drehen Sie Ihren entstehenden Fröbelstern einmal komplett mit der Rückseite nach oben. Den linken unteren Streifen einmal nach rechts falten. Den oberen linken nach unten, den oberen rechten nach links und den unteren rechten nach oben. Nun den nach unten weisenden Papierstreifen nach links falten, sodass ein Dreieck entsteht. Dieses nach oben stellen und das Papierende durch die Lasche des rechten unteren Quadrats fädeln. Eine Vierteldrehung und wieder den nach unten weisenden Papierstreifen nach links falten, sodass ein Dreieck entsteht. Dieses wieder nach oben stellen und das Papierende durch das rechte untere Quadrat fädeln. Vierteldrehung und nochmal. Den nach unten weisenden Papierstreifen nach links falten, sodass ein Dreieck entsteht. Dieses nach oben stellen und das Papierende durch das rechte untere Quadrat fädeln. Vierteldrehung und auf zur vierten Zacke. Den nach unten weisenden Papierstreifen nach links falten, sodass ein Dreieck entsteht, dieses nach oben stellen und das Papierende durch die Lasche des rechten unteren Quadrats fädeln. Ihren halben Fröbelstern umdrehen und auf der Rückseite noch einmal von vorne.
den oberen Papierstreifen nach unten, den rechten nach links, den unteren nach oben und den linken nach rechts falten. Nun den nach unten weisenden Papierstreifen nach links falten, sodass ein Dreieck entsteht. Dieses nach oben stellen und das Papierende durch die Lasche des rechten unteren Quadrats fädeln. Eine Vierteldrehung und wieder den nach unten weisenden Papierstreifen nach links falten, sodass ein Dreieck entsteht. Dieses wieder nach oben stellen und das Papierende durch das rechte untere Quadrat fädeln. Sollte sich ein Papierstreifen schlecht fädeln lassen, schneiden Sie den Streifen einfach etwas schmaler. Vierteldrehung und nochmal. Den nach unten weisenden Papierstreifen nach links falten, sodass ein Dreieck entsteht. Dieses nach oben stellen und das Papierende durch das rechte untere Quadrat fädeln. Vierteldrehung und die letzte Zacke. Den nach unten weisenden Papierstreifen nach links falten, sodass ein Dreieck entsteht. Dieses nach oben stellen und das Papierende durch die Lasche des rechten unteren Quadrats fädeln. Überstehende Papierenden abschneiden. Fertig ist Ihr selbst gebastelter Fröbelstern. Weitere kreative Bastelideen und das passende Bastelmaterial finden Sie bei uns im Wiemann Lehrmittel Online-Shop.